Moin Moin und damit willkommen. Wir haben heute den 20. April. Das heißt, das ist ein Donnerstag. Ich werde allerdings die Ankündigung selber erst am Montag, den 24. hochladen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen bezieht sich die Ankündigung auf die nächste Woche, also auf den 24. und folgende. Ich bin nämlich in der Woche auf der Drachenzwinge Convention. Was vielleicht dem einen oder anderen etwas sagt, der sich selbst auf der Drachenzwinge tummelt. Ja, Wochenende auf meinem quasi Reiterhof, wo man dann eine ganze Woche in schöner familiärer Atmosphäre Rollenspiele spielt, verschiedenster Natur. Und daher bin ich auch am 23. April, ein Sonntag, Entschuldigung, nee, nicht am 23., am 30. Am 30. April bin ich dann nicht da. Der 1. Mai als Feiertag, Tag der Arbeit, wird da auch noch von uns genutzt, sodass ich da auch noch, ja, nicht am Computer bin. Und dementsprechend kann ich am 30. nicht aufnehmen. Meine Spieler wissen das natürlich schon. Das hat allerdings mehrere Dinge zur Folge. Ah, am 23., also der Sonntag davor, das spielen wir noch. Das heißt, diese Ankündigung mit diesem Material, was ich euch präsentiere, hat natürlich jetzt Informationen, also diese Bilder, die ich euch jetzt hier zeige, die meine Spieler nicht sehen dürfen. Und dementsprechend wird das erst nach der Sitzung offenbart. Bin mir nicht ganz sicher, wie weit wir kommen. Aber ja, okay, wenn wir halt nicht so weit kommen, dann können sich die Spieler halt auch selber schon mal davon überzeugen, was sie vielleicht erwarten würden. Okay, was das hier ist, dazu sage ich dann in der Spielrunde ein bisschen mehr. Dann, am 30., wie gesagt, spielen wir nicht. Ich kann aber auch die nächsten Folgen nicht schneiden. Ich kann Montag noch versuchen, was hinzukriegen, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, das dann alles so hochzuladen, Thumbnails zu bauen und das dann so einzustellen, alles auf einem Tag, dass das ja reicht, weil Dienstag bin ich weg und da kann ich dann, wie gesagt, auch nicht arbeiten. Genau. Das heißt, ich habe jetzt noch Material bis zum 26. Das ist der Mittwoch. Also ab dem 27. wird es ja leider erstmal keine Folgen geben. Wenn ich dann zu Hause bin, setze ich mich dann natürlich wieder an den Computer und versuche das dann zu schneiden, Thumbnails zu bauen und das auch wieder hochzuladen, sodass dann irgendwo, ja, entweder am 1. Mai gleich oder am Dienstag, dem 2. Mai, die Folgen vom 23.04. kommen. Das wird dann so, weiß ich nicht, vielleicht wieder 7 oder 8 Folgen werden. Da wir aber am 30. nicht spielen, muss ich auch wieder auf die Folge vom 7. Mai warten, bis dann wieder was Neues kommt, aber ja, also ich wollte euch nur einfach informieren. Es kann jetzt sein, dass es so 4, 5 Tage keine Folgen gibt. Und ja. Dementsprechend seid da nicht verwundert, das geht natürlich weiter, aber Ostern ist mir leider dazwischen gekommen. Ich hatte überlegt, ob wir am 16. auch noch spielen, Ostersonntag. Aber das hat nicht geklappt, weil meine Spieler auch ein Real Life haben. Gut, dann was ganz anderes, unabhängig von DSA, die Frage, ob euch noch andere Rollenspielsysteme interessieren, auf diesem Kanal, die ich auch noch einmal bringen soll. Das kann verschiedenster Natur sein, ich kann jetzt ja auch ein paar Dinger vorschlagen, aber das ist natürlich auch die Frage, was euch überhaupt interessiert, beziehungsweise auch, ob ich eure Wünsche, die dann kommen, umsetzen will. Sowas wie Shadowrun habe ich mich bisher nicht reingefuchst und habe ich auch leider wenig Lust zu. Dementsprechend werde ich wohl erstmal in naher Zukunft kein Shadowrun bringen. Das sieht vielleicht in einem Jahr anders aus. Weiß ich nicht genau. Aber man könnte natürlich noch andere Systeme spielen wie Splittermond oder Warhammer 40k. Das hatte ich sowieso die ganze Zeit mal vor. Ich habe eine große Kampagne zu Warhammer und ich habe auch eine Anthologie zu Warhammer. Feder und Schwert. Da habe ich so ein paar Bücher hier rumstehen, die noch darauf warten, gespielt zu werden. Ich habe auch viele, viele, unglaublich viele Cthulhu-Bücher noch, die darauf warten, gespielt zu werden. Ich habe hier auch Star Wars rumstehen. Ich habe hier auch Justifier stehen. Ich habe hier John Sinclair. Ich habe hier Material, ich muss nur wissen, ob euch davon irgendwas interessiert.
Ihr könnt mir dann auch was anderes vorschlagen, was ich jetzt hier nicht genannt habe, was ich auch irgendwo sonst noch rumliegen habe oder was ich besorgen kann. Da ist aber, wie gesagt, einfach nur die Frage, ob euch noch irgendwas anderes außer DSA interessiert. Soweit erstmal zu dieser Ankündigung. Ich ja, wünsche euch sonst erstmal eine schöne weitere Woche. Ich werde sie höchstwahrscheinlich haben, aber vielleicht melde ich mich ja sogar mal von der Convention. Weiß es nicht. Gut. Ja, schöne Woche. Bis dann.